Hallo liebe YouTuber, mein Name ist Christos, ihr seid hier auf WebSwitch und heute zeige ich euch, wie ihr Arbeitsspeicher richtig einbauen könnt und was ihr beachten müsst, wenn ihr Arbeitsspeicher kauft. Zum Beispiel brauche ich DDR1, 2 oder 3 und wie viel Gigabyte baue ich überhaupt ein? Wie viel braucht mein PC überhaupt? Das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß damit, euer Christos. Falls ihr jetzt zu Hause einen Rechner habt, den ihr aufrüsten wollt, und ihr wisst jetzt aber nicht genau, welchen Arbeitsspeicher euer Rechner zum Beispiel braucht, weil es gibt ja zum Beispiel DDR1 Arbeitsspeicher, 2 und 3, jetzt so mal grob gesagt. Diese drei gibt es so. Und ihr müsst ja wissen, was baue ich ein, weil zum Beispiel DDR2 Arbeitsspeicher passt jetzt nicht in euren DDR1 Motherboard rein, also in euer Mainboard rein. Daher müsst ihr natürlich den passenden Arbeitsspeicher zum Mainboard kaufen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was in eurem Mainboard, also was euer Mainboard für Arbeitsspeicher unterstützt, dann habt ihr halt mehrere Möglichkeiten, das herauszufinden. Die erste wäre, ihr googelt die Modellbezeichnung eures Mainboards und dann steht da unter Spezifikationen, was genau ihr für Arbeitsspeicher einbauen könnt. Oder, weil ihr halt jetzt zum Beispiel nicht wisst, was die Modellbezeichnung eures Mainboards ist, nehmt ihr das Programm AIDA 32. Das ist der Nachfolger von Everest Ultimate. Das ist ein Programm, mit dem ihr nachschauen könnt, was in eurem Rechner eigentlich verbaut ist. Es ist auch sehr praktisch, um herauszufinden, wenn ihr vergessen habt, was für Treiber ihr benötigt, dann könnt ihr das auch mit diesem Programm nachgucken. Ist sehr nützlich. Ich habe den Link unten in der Beschreibung drin. Und ja, mit diesem Programm, das zeige ich euch mal kurz, könnt ihr dann nachschauen, was für ein Arbeitsspeicher verbaut ist. So, wie bereits erwähnt, benötigen wir jetzt das Programm AIDA. Wir nehmen die 64-Version, weil diese größer ist, beziehungsweise hier wird auch nur erklärt, was genau für ein Arbeitsspeicher verbaut ist. Da klicken wir einfach mal drauf. Link zum Download findet ihr unten in der Beschreibung, habe ich da reingepackt. Und mit diesem Programm können wir jetzt nachgucken, was genau für ein Arbeitsspeicher verbaut ist. Dafür gehen wir hier auf Motherboard. Wir könnten jetzt auch nachgucken, was wir für ein Motherboard haben. Wie ihr seht, habe ich ein MSI MS7621. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel diese Bezeichnung googeln. Dann würde da stehen, was für einen Arbeitsspeicher mein Board benutzt. Oder ich könnte hier unter Speicher gucken, beziehungsweise unter SPD. Und dann zeigt er mir hier diesen Riegel an. Moment. So, das ist jetzt die genaue Bezeichnung des Riegels. Und hier steht dann auch die Speicherart, die für uns wichtig ist. Also wie ihr seht, benutzen wir DDR3 SD-RAM und diesen müssten wir dann kaufen, wenn ich dieses Motherboard hier aufrüsten wollen würde. Hier könnt ihr also nachgucken, was genau verbaut ist und könnt dann so ganz genau wissen, was ihr nachkaufen müsst bzw. kaufen sollt. Jetzt wisst ihr ganz genau, was für ein Arbeitsspeicher in eurem System steckt. Wenn ihr es auf die andere Methode machen wollt und einfach den Rechner aufmacht und den Riegel herausnimmt, ich kann euch mal kurz einen zeigen, zum Beispiel das hier, dann könnt ihr sehen, dass diese Kerbe, die ist bei DDR1, 2 und 3 unterschiedlich. Das heißt, wie eben schon erwähnt, würde der hier nicht passen in ein DDR2 Motherboard, weil er halt die Kerbe an einer anderen Stelle hat. Und das ist so der Schutz, damit man nicht den falschen Riegel ins falsche System einbaut. Daran könnt ihr aber auch erkennen, was ihr für einen Riegel habt. Wenn ihr also einen Riegel habt und ihr habt aber auch kein System zum Einbauen, dann könnt ihr das daran erkennen, an welcher Position diese Kerbe hier ist. Es gibt verschiedene. Ich habe ein Bild, das werde ich hier einblenden. Da könnt ihr sehen, wo genau der Unterschied der Kerben ist bei DDR1, 2 und 3. Und dann habt ihr auch genau den Überblick. Ich zeige euch mal kurz, wie man das Ganze in ein Motherboard einbaut. So, Arbeitsspeicher wird wie gewohnt hier verbaut. Hier steckt schon einer drin. Und ihr werdet das Ganze dann einfach hier in diese Ritzen reinschieben. Dafür nehmen wir jetzt mal den Riegel. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum diese Teile unterschiedliche Farben haben, das liegt daran, dass es einmal den Single Mode gibt und einmal den Dual Channel. Das heißt, wenn ihr jetzt seht, der hier ist im Blauen drin und das hier ist eigentlich genau der gleiche Riegel, dann steckt ihr den auch in den blauen drin und habt die beiden Arbeitsspeicherriegel dann im Dual Channel laufen. Das heißt, die sind noch einiges schneller, wenn ihr sie so laufen lässt, anstatt ihr einen in den blauen und einen in den weißen tut. Und mit dem weißen macht ihr das genauso. Dann könnt ihr zweimal den gleichen kaufen und die gleichen in die weißen tun. Wenn ihr den einbaut, so wie ich den jetzt gerade, der wird einfach reingesteckt und dann klickt ihr hier und achtet darauf, dass diese Seiten einklicken, dass diese wirklich festsitzen. Weil wenn ein Arbeitsspeicherriegel nicht richtig sitzt, könnte es auch dazu führen, dass euer System gar nicht mehr hochfährt
Und das ist immer so eine Sache, man merkt erst ziemlich spät, ob der Fehler vom Arbeitsspeicher kommt, weil viele Arbeitsspeicherfehler ziemlich, ja, variabel sind. Also sie können auf verschiedene Arten auftreten und ihr könnt das dann nicht so wirklich einordnen, von was der Fehler kommt. So baut man das Ganze ein. Könnt ihr hier nochmal einen kurzen Blick drauf werfen. Das muss so da eingebaut werden. Und ja, das war's auch schon. So, nun wisst ihr, was ihr für einen Arbeitsspeicher braucht und wie ihr ihn erkennen könnt. Jetzt ist die einzige Frage noch, wie viel sollte man in ein System einbauen? Und das ist ganz unterschiedlich. Also ich würde empfehlen, für einen Homecomputer, an dem auch manchmal gespielt wird und so weiter, reichen 4 GB auf jeden Fall. 2 ist heutzutage ein bisschen wenig, würde ich nicht empfehlen. Ich würde auf jeden Fall 4 GB empfehlen. Die Riegel sind heutzutage nicht mehr so teuer wie früher und sind daher auch relativ preiswert. Also um die 20, 25 Euro könnt ihr 4 GB auf jeden Fall bekommen. Habt dann auch ausreichend Speicher. 8 GB, was viele immer wollen, beziehungsweise sich in ihr System einbauen, empfinde ich ein bisschen als überflüssig, wenn ihr jetzt sagt, okay, ja, ich arbeite mit Photoshop und so weiter, mit Dreamweaver und auch professionelle Videobearbeitung mache ich, dass ich so viel Arbeitsspeicher brauche, dann kann man das nachvollziehen. Aber einen normalen Heimcomputer, wo gespielt wird oder wo einfach nur im Internet gesurft wird, ist 8 GB schon zu viel. Muss also nicht sein. Wenn der Preis natürlich günstig ist, warum sollte man nicht 8 einbauen? Aber 4 reicht eigentlich auch auf jeden Fall aus. Das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch ein bisschen helfen. Unten in der Beschreibung habe ich auch einen Blogbericht, da steht das Ganze nochmal in Textform. Das könnt ihr euch dann jederzeit angucken. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich echt freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren könntet. Bis zum nächsten Mal, euer Christos.